So, hallo meine lieben Freunde, los geht's mit meinem ersten Moto-Vlog. Ich bin's, euer Kardanwellenreiter. Ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit meinen Kameras und meinem Mikrofon. Deshalb ist das hier nicht der erste Moto-Vlog, den ich mache. Das Problem war bei den ersten war nicht viel vom Logging zu verstehen. Ist auf jeden Fall kühl heute noch ein bisschen. Wir haben 16 Grad. Und ein Kumpel von mir hat sich eben auch schon ein bisschen abgelegt. Aber ist nicht viel passiert. Nur die Nummernschildhalterung ist abgebrochen. Aber jetzt mal zu meiner ganzen Moto-Vlog-Geschichte in naher Zukunft. Was wird bei mir anstehen auf dem Kanal? Also ich werde weiterhin auch Videos hochladen, in denen ich nicht vlogge, sondern einfach nur fahre. Ganz einfach deshalb, weil Reden und Motorradfahren gleichzeitig zwar funktioniert, aber sich gegenseitig ein bisschen einschränkt. Und da ich auch ein bisschen sportlich ambitionierter manchmal auf der Straße unterwegs bin, will ich mir das nicht nehmen lassen, das trotzdem zu filmen, dabei aber nicht zu reden, um meine Konzentration nicht irgendwie noch runterzuschrauben, sag ich mal. Gut. Aber machen wir weiter. Erstes Thema abgehakt. Zweites Thema. Was für Vlogs werde ich machen? Es wird bei mir Lava-Vlogs geben, wie hier das auch so halbwegs einer ist, wo ich mehr oder weniger ohne großartigen Content Sachen rede. Und dann wird es Vlogs von mir geben, beziehungsweise allgemein ja Vlog-mäßig gehaltene Videos, bei denen ich euch mit auf die EDM nehme, mit auf den Schottenring eventuell, wahrscheinlich sogar. Also es wird verschiedene Videos zu verschiedenen Rennevents geben. Dann wird es Videos zu Motorradreisen geben. Ja, ich werde im Sommer eine größere Tour machen, da nehme ich euch natürlich mit in 2-3 Videos. Ein Video nur, um ein bisschen die Landschaft zu genießen. Und ein Video, in dem es dann Tipps von mir gibt. Wo kann man hinfahren, wo schmeckt das Essen besonders gut und so weiter und so weiter. Wie ist die Kultur vor Ort etc. pp. Das Ganze wird es dann auch in regionaler Edition geben, sage ich jetzt mal so. Wo ich euch mitnehme auf geile Trips durch Täler. Euch die Anfahrt erkläre, zeige oder überhaupt nur die Täler erstmal aufzeige. Und ja, ich euch dann quasi mit euch das Tal durchfahre, euch virtuell schon mal mit dahin nehmen und ihr dann entscheiden könnt, ob es was für euch ist, ob ihr da mal in echt hin wollt oder halt nicht. Dann wird es eventuell auch so 2-3 Tagestrip-Reisen geben, Tagestrip-Reisetipps, so, wo ich dann genau dasselbe wieder in grün mache, euch einfach mitnehme, ein bisschen die Landschaft zeige, ein paar schöne Videosegmente zusammenschnipsel und euch dann auch erkläre, wie es aussieht bezüglich wieder dort Anreisemöglichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten, Essensmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Streckenempfehlungen etc. pp. Ja, und hier ist gerade Rallye. Können wir gleich noch ein paar schöne Autos abfilmen hier drüben. Ja, guckt euch mal die Mädchen hier an. Brumm, 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 brumm. Ein Lancer nach dem anderen. Herrliche Karren. Herrlich. Ich glaube, hier bin ich falsch gefahren. Aber das macht ja nichts, denn wir können wenden. Gucken, ob der hinter uns auch abbiegt. Nein, macht er nicht. Und ui, ui, ui. Einmal Straßensperre. Ah, habt ihr die zwei Ferraris gesehen? Geil. Na, jetzt umdrehen und mit denen Spaß haben, wäre ein bisschen assi.
der Gefahr für Motorradfahrer. Da kommt auch schon Gegenverkehr. Schöner alter Benz. Ah, hier sieht es ja nach Regenwetter aus, ne? Boah! Leck mich am Arsch! Ist das hier windig, Junge! Ich hab's gerade wirklich fast zur Seite geschlagen. Also das war ein ordentlicher Ruck. Ich habe jetzt zwar halbwegs schnell reagiert, aber Junge, Junge, Junge. Also das ist jetzt nicht mehr unstürmig. Boah, da kam ein ganz schöner Hieb von der Seite. Also leck mich an der Tech, sag ich nur. Alter, alter, alter. Ich verabschiede mich mal von euch. Hat Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Ja, und ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Macht's gut, bis dann. Und sichere Fahrt, ne?